Willkommen zu meinem nächsten Review, heute allerdings mit einer etwas eher traurigen Nachricht, denn es sieht alles danach aus, als würde Fuji sein FP100C Polaroid Trendfilm einstellen. Damit geht uns leider zwar nicht der wichtigste Polaroid-Film verloren, aber doch ein ganz besonderer. Wer wissen möchte, wie dieser Film sich in das Gebiet von Polaroid einreiht, den empfehle ich meinen Artikel hier auf analog4u.de, den ich hier oben mal verlinke, wenn YouTube mir das erlaubt. Aber kommen wir zum eigentlichen Review und zwar zu dem der Polaroid 330 Automatic. Meine 330 Automatic, wie man sie auch manchmal nennt, kam in diesem coolen Koffer hier, wo auch alles drin ist, was man braucht, um diese schöne Kamera anständig zu betreiben. Kamera heraus. Sehen uns das gute Stück etwas genauer an. Diese Kamera hier, die Polaroid 330 Automatic, ist wie bei Polaroid nicht anders zu erwarten, eine Sofortbildkamera im Mittelformat. Hergestellt wurde dieses gute Stück, was jetzt gerade hier vom Aussehen noch einer Landmine ähnelt, von 1969 an bis in die Mitte der 70er Jahre. Vom Preissegment und von der Ausstattung her richtet sich diese Kamera an den Amateur, der seine Bilder damals sofort in der Hand haben wollte. Diese Kameras wurden später abgelöst durch die Polaroid-Kameras der 600er und SX70-Serie. Und es gibt eine ganze Menge Modelle davon. Und zwar fangen diese Landkameras bei 100 an und hören bei 400 auf. Dabei gibt es Modelle wie diese mit einer Automatik, aber auch welche mit einem echten manuellen Nachführmodus, die natürlich für Profis etwas besser geeignet sind. Wenn man sich heute so ein Schätzchen zulegen möchte, bezahlt man bei eBay-Auktionen aktuell noch so 30 bis 50 Euro. Es gibt allerdings auch viele Sofortkaufangebote mit 100 Euro und mehr, die ich aber etwas übertrieben finde. Ich selber habe für diese Kamera mit allem Zubehör, das ihr gleich noch sehen werdet, 35 Euro oder sowas bezahlt. Dabei ist allerdings davon auszugehen, dass, weil dieser schöne Film hier eventuell demnächst nicht mehr hergestellt wird, diese Kameras ziemlich im Preis fallen werden. Eine große Schwachstelle der Kamera ist die Batterie. Ihr habt euch wahrscheinlich schon gewundert, was das hier soll. Dazu kommen wir aber gleich. Ansonsten sind diese Kameras meistens sehr gut funktionsfähig, haben eigentlich keine großen Schwachstellen. Allerdings solltet ihr darauf achten, dass hier dieser Balken in Ordnung ist. Denn wenn nicht, kommt euch ungewollt Licht aufs Bild. Um diesen Balken zu testen, hat es sich auf jeden Fall bei mir herausgestellt, dass es am besten ist, irgendwo an der Kasse bei Saturn ein Knicklicht zu kaufen, dieses hier in den Balken zu stopfen von hinten und dann in einem dunklen Zimmer die Kamera zu betrachten, ob man irgendwo grüne oder rosa Stellen rausleuchten sieht. Im Allgemeinen sind die meisten Kameras ziemliche Plastikmonster, bestehen allerdings noch aus dem guten alten 60er Jahre Plastik, das einiges mehr aushält als das heutige China-Billigzeug. Ansonsten müsst ihr nicht nur darauf aufpassen, dass der Balken bei eurem gekauften Exemplar schon in Ordnung ist. Ihr müsst auch darauf aufpassen, dass ihr selber den Balken hier nicht kaputt macht. Denn wie gesagt, Löcher hier drin sind für die meisten Fotos nicht schön. Ansonsten machen diese Geräte aber einen durchaus robusten Eindruck. Und wenn man sie mit der Abdeckung zusammen um den Hals trägt, sollte so schnell nichts passieren. Ein kleines Problem an dieser Kameraserie sind die Batterien, die man hier hinten in dieses Fach einlegt. Denn diese Kamera hätte gerne, wie sie uns hier auf dem Schild mitteilt, eine recht seltene Batterie mit 3 Volt, die man heute zwar noch bekommt, die aber sehr teuer sind. Deswegen bin ich hergegangen, und das tun auch die meisten anderen, dass sie sich hier einen kleinen Elektromod zusammenfummeln, der es erlaubt, zusammen mit diesem Adapter hier Alkali-Batterien aus dem lokalen Supermarkt beladen kann. Es ist natürlich jedem selber überlassen, wie ihr diesen Hack hier vornimmt. Ich habe den hier etwas grob vorgenommen mit diesen Alkali-Batterien. Allerdings könnt ihr auch hergehen und euch entweder die teure alte Batterie irgendwo organisieren oder ihr könnt auch hier drinnen einen Mod vornehmen mit Hörgerätbatterien, dann habt ihr kein so ein Batteriepack außen am Gehäuse rumfliegen. Es ist aber am Ende jedem selber überlassen. Der elektronische Mod hierzu ist eigentlich nicht wirklich schwer, hier muss man nur einige Kabel miteinander verdrehen. Ihr könnt auch Verwandte fragen oder euch das für ein paar Euro im lokalen Elektroladen machen lassen, wenn ihr keine Lust habt, da selber rumzufummeln. Neben der Versorgung mit Strom benötigt die Kamera natürlich auch noch einen Film. Ich zeige euch das hier mal anhand einer leeren Packung. Um den Film einzulegen, müsst ihr jetzt die Rückwand öffnen. Dazu betätigt ihr auf der Unterseite diesen Hebel hier. Dann kommt euch hier fast schon die halbe Kamera entgegen. Hier wird übrigens darauf hingewiesen, dass ihr diese Rollen nach jeder Filmbenutzung säubern sollt, da sich darauf Chemie und sowas ablagert. Das mache ich meistens einfach mit destilliertem Wasser und ein paar Wattestäbchen. Das war bisher überhaupt kein Problem. Dann nehmen wir unseren Film. In eurem Fall natürlich einen frischen. In meinem Fall hier Kassette, drücken die rein, vorsichtig, deswegen sind hier auch diese durchgeschriebenen Daumen. Und bei euch guckt dann hier, anstatt dieses kleinen Teils hier,
guckt bei euch dann eine größere Papierlasche raus. Diese lasst ihr einfach raushängen, schließt das Ganze. Solltet ihr jetzt hier auf der Seite eine kleine Papierlasche haben, die zieht ihr heraus, habt einen Black Slide in der Hand, also eine Schutzfolie, und habt dann hier eine kleine Lasche mit der Nummer 10. Diese zeigt euch dann übrigens auch die Bildnummer an, denn hier mechanisch ist hier nichts und ihr müsst ja den Film nach dem Fotografieren selber herausziehen. Das ist nämlich noch eine Polaroid-Kamera der etwas älteren Generation. Hier wird nichts elektronisch ausgeworfen. Hier müsst ihr selber Hand anlegen und den Film nach dem geschossenen Bild herausziehen. Manchmal mit etwas Kraft, aber wenn es zu schwer ist, besser vorsichtig sein, dann kann etwas nicht stimmen. Wie bei jeder anderen Kamera auch, müssen wir nach dem Filmanlegen den ISO-Wert einstellen. Dazu gucken wir uns die Kamera von oben an und sehen hier 75 ISO. Wir haben allerdings einen 100 ISO-Film eingelegt, aber das macht hier nichts, denn wir haben sowieso hier nur zwei Einstellungen, zwar 75 und 3000. Diese 3000 hier ist auch gar nicht verwunderlich, denn neben dem 100 ISO-Film auch ein 3000 ISO Polaroid-Film, und zwar in Schwarz-Weiß. Dieser ist leider vor einem halben Jahr oder so eingestellt worden. Vielleicht habt ihr sogar Glück und kommt irgendwo noch an eine Packung von diesem tollen 3000er-Film. Der war derart empfindlich damals, dass man, sobald man irgendwo in der Lage war, etwas zu lesen, konnte man auch ohne Blitz fotografieren. Also das war ein ziemlich krasser Film. Schade, dass es den nicht mehr gibt. Wer sich schon etwas auskennt, der wird jetzt erahnen, dass bei einem eingelegten 100er Film und eingestellten 75 ISO der Film leicht überbelichtet wird. Das macht aber gar nichts, sondern hilft uns einfach nur, einen sommerlichen Look zu bekommen. Wer da überhaupt nicht drauf steht, kann hergehen und vorne am Objektiv hier diesen kleinen schwarzen Punkt hier nach Darken zu bewegen, und zwar ein Strich, und wird dann den Film korrekt belichten. Allerdings fallen dann auch die schönen, hellen, sommerlichen Farben weg, weswegen ich nicht nur hergehe und den schwarzen Punkt auf Null stelle, sondern sogar hergehe und einen kleinen Strich überbelichte. Damit belichte ich den Film wahrscheinlich mit so 50 ISO und bekomme immer meine schönen, hellen, sommerlichen Bilder. Wie ihr das macht, müsst ihr am Ende selber wissen. Natürlich ist diese Skala hier ursprünglich nicht dazu gedacht, den Filmspeed zu korrigieren, sondern eigentlich eher dazu, Belichtungskorrekturen vorzunehmen. Wer meine anderen Videos kennt, der kennt die üblichen Regeln. Am Strand plus 1, am Schnee plus 2, was hier leider nicht geht, und für Sonnenuntergänge am besten minus 1. Da wir das nun abgehandelt haben, kommen wir jetzt zur namensgebenden Automatik. Und zwar arbeitet die Kamera in etwa so. Hier neben dem Objektiv haben wir eine weitere Linse, hinter dieser sitzt eine Fotozelle. Sobald diese Fotozelle genug Licht sieht, wird sie das Objektiv einfach schließen. Um zu fotografieren, müssen wir die Kamera als erstes ausklappen. Dazu haben wir hier diesen Pfeil, drücken hier ein wenig nach oben und ziehen den Balken heraus. Danach wird fokussiert, und zwar mit diesen Schiebern hier. Hier sehen wir auch schon kleine Piktogramme. Mensch mit Berg, Menschengruppe, einzelner Mensch, Oberkörperporträt. Wir müssen uns allerdings nicht auf diese Piktogramme verlassen, denn wir haben sogar einen doppelten Messsucher. Wer noch nicht weiß, wie ein Messsucher funktioniert, das Ganze funktioniert in etwa wie folgt. Ihr schaut hier durch, dort seht ihr ein Doppelbild, also ihr seht einfach zwei Bilder leicht übereinander. Anschließend schiebt ihr hier so lange an diesem Schieber, bis hier das Doppelbild verschwindet. Anschließend wechselt ihr den Sucher vom Messsucher auf den Leuchtrahmensucher, guckt hier durch, dabei bekommt ihr nur das aufs Bild, was sich in diesem Rahmen befindet. Keine Sorge, der ist nicht so klein, wie beim Durchsehen wird der um einiges größer. Sobald ihr also euer Motiv fokussiert habt, euch den Ausschnitt gesucht habt, greift ihr vorne an die Kamera und spannt diesen Hebel ganz nach unten. Anschließend drückt ihr hier an der rechten Seite der Kamera auf die rote 2, denn das ist euer Auslöser. Habt ihr ausgelöst, geht es zum nächsten Schritt. Ihr habt hier wahrscheinlich dann noch eure Lasche mit der 10 drauf. Die greift ihr, zieht den Film heraus, legt das herausgezogene Bild auf den Tisch. Danach seht ihr euch die Rückseite eurer Filmverpackung an und werdet feststellen, dass ihr jetzt für bestimmte Temperaturen eine bestimmte Wartezeit habt. Wir gehen jetzt einfach mal von 25 Grad aus. Wir müssen also 90 Sekunden warten. Nachdem diese Wartezeit verstrichen ist, nehmen wir unser imaginäres Bild und werden es trennen. Dazu gibt es hier nochmal eine genauere Anleitung. Das Ganze ist hier auf der Packung aber nochmal gesondert beschrieben. Danach werdet ihr zwei Teile erhalten, und zwar zum einen die fertigen Bilder. Und zum zweiten so ein schwarzes, hässliches Ding, auf dem man zwar erst noch ein bisschen was erkennen kann, das danach aber vollkommen schwarz und unansehnlich wird. Das hier sind wirklich Filmnegative, die man mit einem speziellen Prozess, ich verlinke euch hier mal einen Link nach analog4u.de, wo dieser Prozess beschrieben ist, zum anderen das Bild. Nicht wundern, wenn eure Bilder als erstes ein bisschen hell daherkommen, denn diese dunkeln in den nächsten 10 Minuten noch deutlich nach. Was die Bilder angeht, die ihr aus diesen Kameras bekommt, diese haben einen ziemlich schönen, weichen,
aber auch sehr bunten Look, welcher allerdings doch ziemlich anders ist als der Look, der aus so einer Klischee 600 Polaroid-Kamera rauskommt. Hier mal ein Bild zum Vergleich. Der allerdings auch nicht so farbgenau und steril ist, wie das, was so aus den Fuji-Kameras rauskommt. Hier mal jetzt alle Bilder zum Vergleich. Einmal Polaroid 300, Polaroid 600 und Fuji Instax. Der große Nachteil dieses Trennbildverfahrens ist also, dass ihr erstens eine Idee davon haben solltet, wie warm es gerade in der Umgebung ist. Allerdings kann man sich da auch behelfen, und zwar, dass wenn man draußen fotografiert und es da etwas kälter ist, kann man auch einfach hergehen und den herausgezogenen Film sofort in die eigene Jackentasche stecken oder sich sogar unter den Arm klemmen. Fuji besteht zwar darauf, dass man die Filme immer zur richtigen Zeit trennt, allerdings gibt es im Internet viele Erfahrungsberichte, die sagen, dass es eigentlich nicht so schlimm ist, wenn man den Film noch ein bisschen länger zusammenlässt, und auch ich habe da keine bösen Erfahrungen mitgemacht. Das Einzige, was man nicht machen sollte, ist den Film zu früh trennen, denn dann bekommt man meistens unterentwickelte, dunkle, bläuliche Bilder. Der nächste Nachteil ist, dass man seine Bilder natürlich so früh wie möglich sehen will und deswegen diesen Zeitpunkt wahrscheinlich immer genau abpassen möchte. Und dabei versucht uns freundlicherweise die 330 Automatic auch zu helfen, und zwar durch diese kleine Eieruhr hier auf der Rückseite, die allerdings nach all den Jahren wahrscheinlich nicht mehr so super genau ist. Wer hier auf Nummer sicher gehen möchte, der stoppt natürlich mit seinem Handy oder seiner Digitaluhr. Dadurch ist die Polaroid-Trennbildfotografie ein bisschen langsamer als zum Beispiel die Polaroid-600-Fotografie, die Polaroid-SX70-Fotografie oder auch das System von Fuji Instax. Wer sich genauer für die Unterschiede dieser drei aktuellen Polaroid-Systeme interessiert, wie gesagt, mein Artikel auf Analog4U. In Fragen der Erweiterbarkeit sieht es leider für diese Kamera eher schlecht aus, denn das Objektiv ist fest eingebaut und auch auf ein Stativ lässt sich die Kamera leider nicht setzen. Allein ein Gurt und ein Blitzgerät lässt sich anbringen. Dieses sehen wir uns aber gleich genauer an. Wie schon erwähnt, ist die 330 Automatic eine sehr alte Kamera noch aus den 60ern und damals waren Elektronenblitze unter Amateuren noch nicht wirklich verbreitet. Das heißt, das einzige offizielle Blitzgerät für die 330 sieht so aus und wird wirklich noch mit Blitzbirnen betrieben. Leider habe ich es trotz all meiner Anstrengungen noch nicht geschafft, dieses schöne Blitzgerät hier mit diesen kleinen Birnchen zum Laufen zu bekommen. Aber ich zeige euch trotzdem mal, wie man dieses gute Stück hier anbringt. Nehmt das Blitzgerät einfach so in die Hand, drückt mit dem Zeigefinger diesen Hebel hier runter, nehmt die Kamera, guckt, dass das Kabel hier nach vorne geht, setzt das Blitzgerät mit den hinteren Krallen zwischen Batteriefach und grauem Kameragehäuse, schwenkt es nach vorne, lasst es los und es sitzt. Nehmt euch das Blitzsynchronkabel, steckt es hier auf der rechten Seite der Objektivstandarte in die Kamera. Allerdings gibt es neben diesem offiziellen Weg auch einen inoffiziellen Weg, diese Kamera mit modernen Blitzgeräten zum Laufen zu bringen. Dazu benötigen wir zum einen einen Blitz-Synchronkabel und das besagte moderne Blitzgerät. Danach nehmen wir das Synchronkabel, stecken es dorthin, wo wir vorher das offizielle Blitzgerät mit der Kamera verbunden haben. Übrigens aufpassen, das hier geht auch sehr leicht raus. Bei diesem Kabel habe ich Glück, dass das hier einigermaßen stramm hält. Ich habe aber noch andere Kabel, die halten nicht für 2 Pfennig. Dann geht ihr her und befestigt das andere Ende des Synchronkabels an eurem modernen Blitzgerät. Vorausgesetzt, euer modernes Blitzgerät verfügt über so etwas. Dann schaltet ihr euer modernes Blitzgerät ein. Spannt eure Kamera, wartet, bis euer Gerät bereit ist und drückt auf den Auslöser. Dabei gibt es allerdings unterschiedliche Meinungen, wie gut das Ganze funktioniert und welche Blitzgeräte dafür geeignet sind und welche nicht. Einige sagen, dass sie mit ihrer Kamera überhaupt kein Problem hatten und einfach jegliche Blitzgeräte in jeglichen Einstellungen an dieser Kamera verwenden können. Denn wenn ihr aufgepasst habt, die Kamera arbeitet ja so, dass wenn diese genug Licht sieht, diese sofort den Verschluss schließt. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass einige Blitzgeräte wie meine Mecha-Blitze von Metz da ein bisschen Schwierigkeiten machen, denn diese scheinen einfach nur viel zu hell für diese Kamera zu sein, wodurch diese Kamera hier mit ihrer kürzesten Verschlusszeit die Mega-Helligkeit dieser Blitze überhaupt nicht mehr kompensieren kann. Ihr solltet am allerbesten hergehen und euer allerschwächstes Blitzgerät mit dieser Kamera benutzen, denn Blitzbirnen waren damals zwar extrem hell, allerdings wurde diese Extremhelligkeit von den Kameras überhaupt nicht benutzt und so haben diese Kameras erst das Foto gemacht, als die Blitzbirnen schon dabei waren, etwas
weniger Strahlkraft zu haben. Eine ziemlich komplizierte Geschichte und wie in meinen anderen Videos bereits vorher gesagt, mit Blitzen kenne ich mich nicht so super gut aus. Allgemein lässt sich zusammenfassen, dass die Polaroid 330 Automatic eine tolle Kamera ist, wo es sich auch wirklich lohnt, sich die Mühe zu machen, diese hier auf normale Alkali-Batterien umzurüsten. Ich kann die Kamera allgemein jedem empfehlen, der noch kurz vor Schluss nochmal in das Polaroid Trendbild-System reinschnuppern möchte. Denn dieses System ist nicht nur aufgrund des Looks etwas Besonderes, sondern auch aufgrund der Haptik der Kameras und das Gefühl, nach dem Trennen des Bildes seine fertigen Ergebnisse sofort sehen zu können. Und das alles würde ich mir echt nicht entgehen lassen. Besonders, da die Kameras demnächst wahrscheinlich alle sehr viel günstiger werden. Besonders lohnen könnte sich das Ganze, wenn man jetzt ein paar Packungen kauft, diese einfriert bis zum Sommer und dann darauf spekuliert, dass Kameras wie diese demnächst sehr viel günstiger werden, wenn es den Film nicht mehr überall zu kaufen gibt. Ich hoffe, euch hat das Review hier zur Kamera und die kleine Einführung ins Polaroid Pilepart-System gefallen. Wenn ihr das Video mochtet, dann abonniert doch meinen Kanal, gebt mir einen Daumen hoch, kommentiert und schaut euch meinen Social-Media-Kram in der Videobeschreibung an. Wer mehr über das Polaroid Pilepart-System, also das Trendbildverfahren, erfahren möchte oder auch etwas über die konkurrierenden Polaroid-Verfahren wie 600 oder Fuji Instax, dem kann ich auf jeden Fall empfehlen, nochmal die Seite Analog4U in der Videobeschreibung zu besuchen. Ich packe euch da mal ein paar Links zu interessanten Artikeln zusammen. Dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen und noch viel Spaß mit den Fotos, die allerdings diesmal etwas weniger sind. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass einige Blitzgeräte wie meine Blitze von Metz